schnüffle nicht in ihren Sachen herum. Ich sehe sie mir mal an. Ja gut, sie macht ja sowieso einen Standalone-Ausflug, also dann... Ne? Danke für die Hilfe, Percy. Hey, wenn Sie dort was Gutes finden, erfahre ich es, ja? Gutes? Was zum Beispiel? Naja, vielleicht Fotos von Weaver als Ballkönigin oder so. Sie können es nicht lassen, was? Nein, niemals. Hm. Okay, also, dann wollen wir mal loslegen. Wir müssen, glaube ich, warte mal ganz kurz... Abmarsch, bereit, Vendetta, untersuche Angelas Vendetta gegen Axis genauer. Angelas Büro durchsuchen. Ich glaube, da gehen wir einmal hier entlang. William Carter, Nicholas, Communications. Wo ist Angelas Büro? Ach so! Ah ja, natürlich. Oh! Ein verschlossener Aktenschrank. Die Kombination für den Tresor finden. Moment. Letzter Geburtstag mit Pete, 21. November. Das wäre 21.11. Das muss der Ort sein. Okay. Moment. 11. 21. Na also, dann wollen wir mal sehen. Die Geheimakte nehmen. Vermisste Person, P. Weaver, dicker Aktenordner mit Notizen, mit Dutzenden von Fotos, Dokumenten, kommentierten Landkarten und Notizen in einer säuberlichen Handschrift. Der ursprüngliche Fall aus dem Jahre 1956 dreht sich um das unerklärte Verschwinden eines Pete Weaver aus dem Staat New York. Spätere Dokumente betreffen Sichtungen von rätselhaften Lichterscheinungen, Massenohnmachten und anderen ungelösten Fällen von vermissten Personen im ganzen Land. Nun, auf mehreren Dokumenten ist ein Mann zu sehen, der General Deem sehr ähnlich sieht und immer dort zu sein scheint, wo jemand verschwunden ist. Angefügt sind einige von Hand gekennzeichnete Karten mit Hinweisen wie und wann die beste Gelegenheit wäre, General Deems zu ermorden. Okay. Nein, das sind dann keine guten Nachrichten. Abmarsch schon bereit. Wähle deine Mission, deine Ausrüstung erkennen. Brich auf, wenn du bereit bist. Scheiße, sage ich dazu nur. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wen ich da mitnehmen soll. Ich meine, ich habe ja immer nur zwei Agenten bei mir, ne? Aufrüsten, Agenten, Einsatzmission. Agent auswählen. Becker, oder? Wächterpack, geringstes Pack, bla bla bla. Agenten auswählen, bla bla bla. Ja. Machen wir noch Foley mit dazu, nur als Sicherheit. Missionskomplexität 5. Achso, dann müssen wir mal, ich glaube. Ja, ich dann. Achso, Moment, den hier. Den da und den da, nicht? So, die sind unterwegs. Jawohl, sehr schön. Die sind unterwegs. Dann hätten wir hier Douglas Massachusetts, aber so ein Langschwert, Fabrik vernichten. Der XCOM Geheimdienst hat eine Fabrik zur Herstellung von automatisierter Maschinenstützen entdeckt. Okay, und das hier drüben ist dann...
Oregon. Agent Weaver hat einen Vorsprung, aber mit Barnes als Pilot sollten Sie Zeit gut machen. Ihr Auftrag lautet, dafür zu sorgen, dass das Zielobjekt am Leben... Ja, nein, bla. Wir machen erstmal eine kleinere Nebenmission. Fabrik vernichten. Ab geht's! Abheben! Ja, dann reißen wir einfach mal wieder ein paar Aliens den Arsch auf. Sie haben's ja irgendwo verdient, oder nicht? Ich meine, was haben sie hier zu suchen? Nichts, nichts. Sie haben hier... Oh, shit. Wohngebiet und direkt angrenzend die Aliens, oder was? Eine Landung hinter den feindlichen Linien ist... Warte mal ganz kurz. Michael Crone. Ah ja. Für die Wirksamkeit der Fähigkeit Kampfstimulanzien erleidet 50% weniger Schaden, wenn er den Auftrag hat, jemanden wiederzubeleben. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal Schutzengel, meinetwegen, in Gottes Namen. Nichts Neues für ist mich. Ja eh Supportklasse. Ich kann mich nur nicht damit anfreunden, dass diese Linien auf amerikanischem Boden sind. Gewöhnen Sie sich nicht dran. Konzentrieren Sie sich auf das Missionsziel. Wir müssen zu der Kriegsfabrik. Meinen Sie die, die diese Drecksäcke mitten im Herzen Amerikas errichtet haben? Wie könnte ich das ignorieren? Wir ignorieren Sie nicht, wir schalten Sie aus. Reißen Sie sich zusammen, Barnes. Genau, das sage ich auch immer. Los, vorwärts! Setze mich in Bewegung, drüben Stellung beziehen. Verstanden, setze mich in Bewegung. Ding. Ja, genau. Ich bin da. Wir sollten zusammenbleiben. Ja, ich bin da. Zu mir! Zu mir! So, Achtung, da oben. Deckung, da. Bin unterwegs. Deckung suchen. Graue, bereit. Kontakt! Feuert! Nehmt sie unter Feuer! Okay, ich gehe von der Flanke ran. Okay, alles klar. Haltet die Stellung um, Himmels Willen. Hier, ich bin da. So, jetzt den Schild, Commander. Auf dieses Ziel konzentrieren. Feuert! Okay, ich komme von der Flanke. Jungs, haltet die Stellung. Jetzt! Kommt schon, holt ihn euch, Schilde down! Ja! Zu mir! Deckung! Verstanden, bin unterwegs! Okay, es gibt Heilung. Los, nehmt sie unter Feuer. Das sind noch zwei Stück. Was? Das sind... Okay, ich habe ihn gesehen. Er ist hinter den Kisten. Er nimmt mich unter Feuer. Schalten Sie ihn aus. Nein. Holt mich da raus. Sie können wieder. Auf ein neues. Bin bereit. Dich krieg ich. Ja. Oh verdammt! Kommt ihr mir zu Hilfe? Moment mal ganz kurz. Kommt ihr mir zu Hilfe, Agent? Bla bla. Sie können mich doch nicht hier lassen! Go! Gott. Okay, Heilung kommt. Jetzt. Okay, Deckung, Achtung! Alle Ziele eliminiert.
Oh. Shit. Okay, nachladen. Waffen nachladen, Munition einsammeln. Wow, okay. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich, aber... Oh, shit. Moment. Ja. Hust. Ich weiß nicht, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde, aber ich glaube echt, so wie hier im Spiel gezeigt. Ganz ehrlich, ich meine, warum nicht? Ich meine, was hast du denn zu verlieren? Entweder du stirbst, deine Zivilisation geht unter, oder du kommst dann doch noch irgendwie fein raus. So meine Ansicht. Karte, ich wollte Ihnen vorhin nicht mit dieser Scheiße kommen. Nein, schon richtig. Was die mit unseren Städten machen, unseren Menschen. Die Erfahrung aus meinen Kriegsjahren nützt mir hier nur nichts. Das hier sind Ihre Kriegsjahre, Barnes. Kommt hier mit runter. Hier entlang, durch das Zelt durch. Schrotflinte? Nein, brauche ich nicht. Munitionsart voll. Das ist sicherlich teilweise... Oh, Granaten haben wir auch ausnahmsweise mal voll. Kann sich natürlich jederzeit ändern. AB. Plan of Attack, Frontal Assault, Cover Escape, Gain Control over Courtyard, Maintain Initiative, Secular B, Secular Lab, Recover Target, wenn ich es richtig sehe, Tactical Extraction. Los geht's. Oh shit, Moment, so jetzt. Wir sind Feinde, Sichtkontakt in Position. Macht zuerst die schwarzen Blobs weg! Dauerfeuer! Buh! Mach den schwarzen Blob weg! Der schwarze Blob! So, und jetzt den Outsider. Den Outsider. Kommt schon. Jawohl, sehr schön. Lüzi flach. Was für ein Chaos. Die Drecksäcke lassen sich hier einfach so nieder, was? Junior. Da ist ein Commander. Laserimpulsgewehr. Ein Lasergewehr für große Reichweite, das kurze Arme von 3 Schüssen feuert. Drücke L zum Umschalten der Vergrößerungsstufe. Okay. Ja. Sozusagen das Scharfschützengewehr der Menschen in Alien-Form. Habe ich aber kein Problem. Oh, scheiße. Ein Newton. Newton! Go! Helft mir! Helfen Sie mir auf! Oh, wo seid ihr denn schon wieder? Du bist noch weiter hinten. Das heißt, Michael muss mir helfen. Verdammt! Helfen Sie mir, verdammt! Ich helfe wieder auf die Beine! Go! Ich brauche Hilfe! Sie sind im Handumdrehen wieder auf den Beinen. Ran an den Feind! Danke! Das hat weh. Dauerfeuer auf dem Newton. Oh shit. Technologie-Commander.